Das heutige Horoskop, Zwillinge, 18. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Seien Sie heute vorsichtig. Es könnte sich anfühlen, als wären Sie von einem Tsunami getroffen worden und stünden unter Wasser. Ein ziemlich herausfordernder Tag für Ihr persönliches und romantisches Leben liegt vor Ihnen. Dies liegt daran, dass die mächtige Sonne, die Ihnen in Ihrem Solarhaus der Beziehungen am Himmel gegenübersteht, in einem Quadrat mit einem übermächtigen Neptun am Himmel kollidieren wird. Möglicherweise fühlen Sie sich plötzlich übermäßig emotional, paranoid und in Panik, daher ist es am besten, sich nicht Süchten oder Trankopfern hinzugeben, um die Belastung abzumildern. Es werden wahrscheinlich einige verwirrende oder beunruhigende emotionale Nachrichten auftauchen, die Sie aus der Fassung bringen und große Ängste auslösen. Lassen Sie nicht zu, dass die giftige Energie Sie überwältigt. Versuchen Sie zu meditieren, auf dem Boden zu bleiben und im Gleichgewicht zu bleiben. Wer kann Ihnen auf Ihrem Karriereweg tatsächlich helfen? Möglicherweise rätseln Sie über den Erfolg einiger Ihrer beruflichen Vereinbarungen, wenn die Sonne im Schützen im Quadrat zu Neptun im Fisch steht. Das schwindelerregende Quadrat könnte einige Probleme verursachen, insbesondere wenn Sie eine Partnerschaft, einen Vertrag oder eine Verpflichtung nicht klar erkennen. Einerseits könnte dies eine übermäßige Verherrlichung einer professionellen Vereinbarung bedeuten. Andererseits könnte es sein, dass der Erfolg eines Engagements unterschätzt wird. Versuchen Sie auf jeden Fall, eine klare Vorstellung davon zu haben, wer oder was Ihnen zum Erfolg verhelfen könnte. Dank des gestrigen Abgangs des Mondes aus Ihrem Finanzsektor sind Ihre Finanzinstinkte scharf und Sie sind emotional und intuitiv engagiert, da Merkur hier sein erstes und einziges Wochenende im Rückschritt verbringt. Da die Sonne einen Tag nach der Rückkehr der Sonne nächste Woche wieder rückläufig ist, ist dies eine kurze Gelegenheit, wieder Zeit am Zeichenbrett zu verbringen, während das Wochenende Ihnen Zeit gibt, sich selbst zu denken. Früher liebten Sie körperliche Aktivität, je intensiver, desto besser. Was ist aus diesem Drang geworden? Stellen Sie sich einen großen Topf voller Suppe vor, den größten Topf, den Sie sich vorstellen können. Den Topf so umzurühren, dass sich die Suppe von unten mit der Suppe oben vermischt, ist das, was Sport bei Ihnen bewirkt. Ideal ist eine gute Balance zwischen aerobem und anaerobem Training. Dieser Prozess ist nicht nur körperlich befriedigend, sondern auch notwendig für einen gesunden Geist. Da sich in Ihnen so viel Energie zusammenbraut, hält regelmäßige körperliche Entspannung Ihre mentalen Prozesse unter Kontrolle. Denkt darüber nach. Vertrauen Sie noch heute Ihrem Instinkt. An diesem Tag können Sie sich vor allem auf Ihre Intuition verlassen. Auch wenn alle Worte richtig zu sein scheinen und alle Teile vorhanden zu sein scheinen, Ihr Bauchgefühl aber sagt, dass etwas nicht stimmt, folgen Sie Ihrem Bauchgefühl. Wenn Sie nichts Falsches finden, nehmen Sie sich die Zeit, jedes Detail zu prüfen, bevor Sie handeln. Die Chancen stehen gut, dass Sie darüber sehr froh sein werden, denn es kann Ihnen später Kummer und Kummer ersparen. Selbst wenn alles in Ordnung ist, wird es keine Zeitverschwendung sein. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Pünktlich zum Wochenende ist die Rückkehr des Mondes zu seinem letzten Besuch in Ihrem Bereich des Abenteuers, Reisens, Lernens und Entdeckens in diesem Jahr eine Gelegenheit, die Wochenendstimmung zu spüren und mit der Arbeit an Ihrer Wunschliste für 2024 zu beginnen. Mit dem Sonne und Pluto kehren beide im Januar hierher zurück und dann Venus und Mars in den ersten Monaten des Jahres 2024. Was diese abenteuerlichen Mondvibrationen in den kommenden Tagen kurz andeuten werden, könnte die Blaupause für das kommende Jahr sein. Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die noch kommen werden. Zur gleichen Zeit, in der die Sonne in Ihrem Beziehungsbereich in ihr letztes Wochenende geht, vertieft sich Ihre freundliche Haltung gegenüber dem Nordknoten und Eris in Ihrem Freundschaftsbereich. Gleichzeitig erreicht auch der freundschaftliche Aspekt zwischen Mars und Chiron, den Planeten der Leidenschaft und Heilung, seinen Höhepunkt und beschert Ihnen kraftvolle Tage zum Aufbau von Freundschaften und Beziehungen. Täglicher Planetenüberblick. Heute steht die Sonne Schütze in einem herausfordernden Quadrat mit Neptun in den Fischen und bereitet damit die Bühne für einen Tag, an dem egozentrische Einstellungen vorherrschen können. Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass Ihre Bedenken Vorrang haben und dass andere mit ihren eigenen Problemen ähnlich denken. Es ist wichtig, dass Sie sich in Ihrer Zen-Zone verankern, um nicht dem vorherrschenden Unmut zu erliegen.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Atmung und erwägen Sie die Einbeziehung von Meditation, um negative Gedanken und Emotionen zu lindern. Trotz Ihrer üblichen Gelassenheit fühlen Sie sich möglicherweise angespannt und unter Druck gesetzt und reagieren langsamer als gewöhnlich auf Situationen. Dies kann auf die Umgebungsatmosphäre oder unzureichenden Schlaf zurückzuführen sein. Gehen Sie bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben achtsam vor und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch Launen und Feindseligkeit gegenüber denen, die Ihnen am Herzen liegen, überfordert werden oder die Kontrolle verlieren. Üben Sie Selbstdisziplin, indem Sie Ihre Nahrungs- und Getränkeaufnahme mäßigen, um Niedergeschlagenheitsgefühlen vorzubeugen. Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Impulse wiedererlangen, wird sich Ihre Stimmung deutlich verbessern. Finanziell läuft es möglicherweise nicht optimal und eine Reihe von Fehlern kann Ihren Fortschritt behindern. Seien Sie vorsichtig und verzichten Sie auf große Investitionen, da Ihre Finanzberater möglicherweise nicht die günstigsten Angebote machen. Konzentrieren Sie sich auf kleinere, besser überschaubare Ausgaben, um potenzielle Schäden zu minimieren. Gleichzeitig absolviert Merkur sein erstes und letztes Wochenende im Rückschritt in Ihrem Karrierebereich, bevor er nächste Woche rückläufig wird. In der Zwischenzeit geht Jupiter in seinem Einkommensbereich in seine letzten zwei Wochen in rückläufiger Bewegung über. Diese himmlischen Bewegungen deuten auf eine Konvergenz von Möglichkeiten hin und bieten die Chance, die Vergangenheit noch einmal Revue passieren zu lassen, zweite Chancen zu ergreifen und ungenutztes Berufs- und Einkommenspotenzial zu erschließen. Behalten Sie die sich entfaltende kosmische Ausrichtung im Auge, denn sie verspricht, dass sich Türen unerwartet zu Ihrem Vorteil öffnen. Himmel für heute. Ihre Entscheidungen werden von denen, die Ihnen am nächsten stehen, unerschütterlich unterstützt und bilden eine solide Grundlage für die Herausforderungen, die Sie gerne annehmen, und für den Neuanfang, den Sie in Betracht ziehen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einen neuen Ansatz umzusetzen, angetrieben von Ihrem ansteckenden Enthusiasmus, der die Menschen um Sie herum dazu bringt, an Ihrem bevorstehenden Erfolg teilzuhaben und teilzuhaben. Da Sie jedoch so viel zu tun haben, sollten Sie darauf achten, mögliche unerwartete Verluste nicht zu übersehen. Ihre Sorglosigkeit gegenüber Ausgaben kann ein Risiko darstellen, insbesondere wenn Rechnungen fällig werden, erwägen Sie einen umsichtigeren Ansatz zur Begrenzung potenzieller Schäden. Geduld ist der Schlüssel, wenn Sie die Rentabilität wiederherstellen möchten. Ihre positive Einstellung schafft günstige Umstände und treibt Sie entweder durch Ihre Bemühungen oder durch zufällige Umstände voran. Denken Sie bei der Annahme von Selbstvertrauen daran, ein Gefühl der Bescheidenheit zu bewahren, um den Neid anderer abzuwehren. Ihre optimistische Einstellung ist magnetisch, aber Ausgewogenheit ist entscheidend, vermeiden Sie es, sich zu überfordern. Die Bewältigung finanzieller Verpflichtungen stellt eine Herausforderung dar, da die Ideen, die Sie in Diskussionen vorbringen, möglicherweise nicht so effektiv sind, wie Sie es sich erhoffen. Seien Sie vorsichtig, wenn andere versuchen, Sie zu bevormunden, und vertrauen Sie Ihrem Instinkt, wenn es um Investitionen geht. Auch wenn es wertvoll ist, Rat einzuholen, bleiben Sie kritisch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Wenn die Sonne in Ihrem Finanzsektor in Ihr letztes Wochenende eintritt, erreicht Ihre freundschaftliche Verbindung mit Eris, der Kriegerprinzessin des Kosmos, in einem intuitiven und fantasievollen Bereich Ihres Horoskops Ihren Höhepunkt. Diese Ausrichtung weckt Zuversicht beim Blick in die Zukunft, mit dem Wissen, dass Mars, der Kriegerplanet, für den Rest des Jahres in Ihrem Finanzsektor bleiben wird. Der andauernde Kampf um die Rückgewinnung Ihrer Finanzkraft geht weiter, und diese Ausrichtung ermutigt Sie, ihm mit Zuversicht und Entschlossenheit entgegenzutreten.